So, Mahlzeit. Heute spielen wir ein bisschen Black Rose. Das ist ein Horrorspiel, würde ich sagen. Wie man hier schon sehen kann. Quicktime Events, Jumpscares, Flashing Lights. Das heißt, letzten Endes, man ist nur bewaffnet mit einer Taschenlampe. Bewaffnet kann man ja nicht sagen. Hier steht nochmal die. Wie man spielt. Wie man spielt. Wer ist hier zum Bewegen und ein bisschen mit der Taschenlampe rumfuchteln. Und so wie ich das gelesen habe, gibt es keine Waffen. Nicht, dass ich wüsste. So, ich habe das jetzt hier mal kurz durchgelesen und keine Ahnung. Ich habe eigentlich selten so eine Spiele gespielt, da sie mich nicht sonderlich interessieren, abgesehen von, oh, wie hieß es? Slenderman. Da steht ja auch Sir Bedlam Productions, das ist glaube ich so ein Mann-Projekt hier. Story Mode. Ich würde mal sagen, wir spielen in Story Mode. Normalerweise interessieren mich so eine Spiele, wie schon erwähnt, normalerweise nicht so normalerweise. So, wir gucken uns hier ein bisschen um und sehen dies und jenes. Nicht viel. Taschenlampe hier, okay. Vielleicht sollte ich nicht so viel quatschen, um ein bisschen auf Geräusche zu hören. Also von der Textur her, es ist sehr einfach. Da steht natürlich hier nicht viel rum. Und ich bin jetzt in einem Haus ohne Möbel offensichtlich. So, hier haben wir einen Kamin, in dem auch nichts los ist. Besucherraum, okay. Blablabla. Irgendwo sind die Schlüssel, das Ding ist halt zu. Ich glaube, man kann die auch aufbrechen. Gott, ey. Das sind Texturen. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht so ein Gourmet, was hier Texturen angeht, oder ich meine, ein Spiel muss Spaß machen, aber bisher habe ich auch noch nicht viel gemacht, deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber wenn es jetzt länger so weitergeht, dann wird das ziemlich langatmig. So, hier ist sehr dunkel, das soll Atmosphäre verursachen. Kann ich nachvollziehen. Die Tür kann man öffnen. Jetzt muss ich aufpassen. Es kann gleich losgehen. Ich gucke ja auch, ob hier irgendwo vielleicht noch was in die Wand gekratzt ist. So, die Tür geht nicht auf. Überlegen nach oben oder nach unten. Ich gehe mal die Treppe lang hier. Hier ist nichts zu sehen. Also würde ich sagen, Treppe hoch. Natürlich bin ich schon ein bisschen vorsichtig. Ich will mich ja auch nicht gleich hier kaputt machen lassen, aber. Someone else here. Aha, ein Hinweis, dass hier jemand sein könnte oder irgendwas oder irgendwer. Okay, Minimalspannung baut sich auf. Ich verstehe nicht, warum in den Räumen nichts drin ist, außer Fenster und Türen und. Ich laufe ziemlich langsam. Hier könnte ja jede Sekunde irgendwer kommen. Wahrscheinlich wird hier auch gleich einer kommen. Okay, hier ist nix. Das ist, glaube ich, die Halle von eben. Moment, bin ich eine Treppe hochgegangen? Nicht beim Eingang hier. Also wieder zurück. Ich habe noch keine Punkte, habe wahrscheinlich auch noch nichts gefunden. So, hier ist noch eine Tür. Familienzimmer. Okay, die ist verzogen. Geht wohl nicht auf dadurch dann. Man kann sie aufbrechen. Unter Umständen, also so wie anstürmen oder eintreten, aber das klappt wohl nicht immer. Ja, gehen wir hier runter, weil hier sieht es witzig aus. Kapelle. Die geht auch nicht auf. Das ist natürlich jetzt. Ich habe auch keine Karte. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache bei diesen Spielen hier, dass man eine Karte hat. Erinnert mich irgendwie an Resident Evil ohne Monster und dergleichen. Mann, ist das schnarchig. Kommt hier überhaupt noch was? Hat schon einen Grund, warum diese Spiele nicht für mich sind. Also, puh. Wenn jetzt nochmal irgendwas passieren würde. Also,
Also das ist so, normalerweise hätte ich jetzt schon zwei, drei Jumpscares erwartet. Eventuell sterbe ich ja gleich. Dann kann ich mit dem Spiel nämlich auch aufhören. Also hier ist ja gar nichts los. Hier war ich auch schon. Nee, Leute, ich glaube, das ist überhaupt nichts für mich. Das ist so schnarchig. Ich glaube, dabei belasse ich das. Echt, nichts für ungut. Gut gedacht. Ja, kann ja witzig sein, aber für mich ist das überhaupt nichts. Deswegen beende ich das jetzt hier auch. Und ja, viel Spaß noch, wenn ihr Black Rose spielt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.